hier, Leben Wrestling. Ric Flair beim Royal Rumble. In der neuesten Folge seines To Be The Man Podcast bestätigte Ric Flair, dass er beim Royal Rumble Pay-Per-View im Januar auftreten wird. Niemand aus der WWE habe ihm bisher auferlegt, diesen Auftritt geheim zu halten. In welcher Form Flair beim Rumble zu sehen sein wird oder ob er sogar am Rumble-Match teilnehmen wird, behielt Flair aber vorerst für sich. Ehemaliger AEW-Wrestler wechselt Promotion. Das ehemalige Dark Order-Mitglied Alan Angels hat nun offiziell einen Vertrag mit Impact Wrestling unterschrieben. Im Juli war sein Vertrag mit AEW ausgelaufen. Seitdem trat er regelmäßig bei verschiedenen Promotions auf. Bei Impact debütierte er bereits am 2. Juli dieses Jahres. Nun folgte die feste Vertragsunterzeichnung. Bei Impact wird er ohne seinen Vornamen nur noch als Angels auftreten. Zukunft von Pay-Per-View weiter unklar? Fightful Select will von einem WWE-Insider erfahren haben, dass man sich in der WWE weiter uneinig über die Zukunft der Großveranstaltung Money in the Bank sei. Das Thema wäre zwar immer wieder ein Diskussionspunkt innerhalb der WWE, jedoch sei es noch nicht zu Ende diskutiert. Außerdem dementierte die interne Quelle Gerüchte, nach denen LA Knight bereits als Gewinner des Money in the Bank Matches feststehen würde. Nichts sei bisher klar, außer dass im nächsten Jahr irgendwann definitiv ein Money in the Bank Match stattfinden soll. The Man vor Rückkehr. Becky Lynch veröffentlichte kürzlich ein Foto auf Instagram, das sie mit dem irischen Fitnesstrainer James Swan im Fitnessstudio zeigte. InsideSports.com berichtet nun, dass Becky nach ihrer Verletzung beim SummerSlam im August kurz vor der Rückkehr steht. Dem Bericht zufolge sei es sehr wahrscheinlich, dass Lynch als fünftes Mitglied des Teams von Bianca Belair für das Wargames-Match bei Survivor Series enthüllt wird. Das Team wird dort auf Damage Control, Nikki Cross und Rhea Ripley treffen.